Mein Name ist Erkin Orhan und das ist meine Geschichte. Bis heute nach der Verletzung war eigentlich eine ganz schwere Zeit. Du bist auf Dialog gestellt. Du musst schauen, dass du so schnell wie möglich wieder zurückkommst, dass du fit wirst. Und ja, das erste Mal nach der Verletzung habe ich beim Trainingslager mittrainiert. War ein ganz komisches Gefühl. Ganz anders wieder. Aber die Mannschaft war hinter mir, der Trainer. Und ja, habe eigentlich ganz gut in die Mannschaft wieder reingefunden. Wie ich mit Kritik umgehe, meiner Meinung nach, gehe ich damit gut um. Es gibt halt zwei verschiedene Arten von Kritik, die man hört. Das sind positive und negative. Positive sind für mich natürlich von Leuten, wo ich überzeugt bin, die kennen sich aus, die wissen, was sie sagen. Das nehme ich natürlich positiv auf. Und ja, die negativen sind halt die, die was nicht viel wissen und einfach nur so daherreden, aber das höre ich auch gar nicht. Das Zusammenspiel im Mittelfeld mit Dornsch, wie er sich selber nennt, ist eigentlich sehr super, sehr positiv für uns. Er ist vom Charakter her ein super Mensch, passt super zu uns rein. Ja, durch ihn sind wir halt stabiler geworden in der Defensive, durch ihn bin ich halt stabiler geworden in der Defensivarbeit, was mir erfüllt hat in den letzten Jahren. Was auch heuer unser Ziel war in der Saison, dass wir defensiv kompakt stehen. Das haben wir eigentlich sehr gut zusammengebracht, meiner Meinung nach. Und ja, offensiv müssen wir halt ein bisschen besser werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das in der Rückrunde natürlich besser machen werden.